Hallo und willkommen bei meinem Strick-Podcast. Ich bin Eva von Polly McLaren und ich hole euch heute mal wieder ein bisschen mit. Ja, die letzte Aufnahme ist schon ein bisschen her. Ja, irgendwie war die Zeit nicht da. Dann war das Auersmacher Wollfest. Da habe ich ja einen Podcast hochgeladen dazu, aber nichts so Reguläres mehr, was ich gestrickt habe. Und jetzt war ich in Kassel und das war wirklich, ach, es war so toll. Unbeschreiblich. Ich habe dazu auch ein Video in meinem Kanal, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Da zeige ich ganz viel. Ich habe, glaube ich, fast jeden Stand habe ich gefilmt und was ich so alles gekauft habe. Und ja, es war toll, wirklich toll. Ja, und aber jetzt, also ich hatte ganz viel Zeit in Kassel zu stricken. Das war super. Und das zeige ich euch heute, wie weit ich jetzt gekommen bin. Ich habe einige Finished Objects, aber wir fangen heute mit etwas anderem an. Und zwar habe ich ganz liebe Post bekommen von einer lieben Kundin von mir, die Anja. Ich weiß nicht, ob du auch zuschaust. Ich denke schon. An dieser Stelle ganz liebe Grüße. Und zwar hat haben Post hin und her geschickt. Und sie hat mir einen ganz, ganz, ganz lieben Brief geschrieben, den lese ich jetzt nicht vor, aber sie hat mir noch was mitgeschickt. Und zwar ein Schlüsselanhänger. Also es ist eine kleine, süße, mega süße Socke aus meiner Färbung Feuerwerk. So, mal gucken, ich die habe. Keine Ahnung, wo ich sie habe. Gibt's doch nicht. Die ausverkauft. Kann sein. Das kann sein. Die ist ganz bunt mit Schwarz. Und die Socke. Ach, ich habe mich so gefreut. Das glaubt ihr nicht. Ist die so süß. Die ist mini, mini, mini klein. Das ist ja eine Fummelarbeit. Unglaublich. Wahnsinn. Ich bin so happy darüber. Also so lieb. Wirklich. Ja. Die hänge ich jetzt mal. Ich habe hier einen Haken. Da kommt die jetzt dran. Erstmal, da muss ich mal gucken. Ich habe nämlich an meinem Schlüsselanhänger drei Häkelnadeln. Die gab es mal. Ach Gott. Es gab mal die Zeitschrift Simply Stricken und Simply Häkeln. Und dann irgendwann gab es die nicht mehr. 2020 ist die einfach nicht mehr gekommen. Warum wohl? Ja. Hatte ich immer im Abo, alles schön bezahlt, naja, egal, kam dann nicht mehr und dann kein Anschluss unter dieser Nummer und der E-Mail-Adressat gibt es auch nicht mehr, egal. Jedenfalls, die hatten immer so kleine Goodies in der Zeitschrift, so Strick- und Häkel-Gadgets und das eine waren mal Häkelnadeln. Ich meine aber, am 1000 Schön gibt es die auch, da habe ich die auch schon gesehen, so drei Stärken, das ist ja, es ist sau blöd eigentlich. Ich will die auch immer abmachen, weil man hat noch was Gestricktes an. Natürlich bleibt man immer drin hängen und zieht sich eine Masche raus, aber das wäre cool, liegt da hinten. Aber ja, das sind, ich weiß nicht, ich habe die schon Jahre dran, bestimmt schon 10, 12 Jahre und ich kann sie nicht abmachen. Und dann die Socke dran, das wird nicht so hinhauen. Aber ich glaube, die bleibt jetzt hier, dann sehe ich sie auch immer, wenn ich im Büro bin und freue ich mich. Genau. Dann zeige ich euch mal, was ich fertig bekommen habe. Ich zeige euch mal was. Das habe ich schon, oh Gott, schon ewig fertig, Jahre. Das war mal in einem Dinner. Das habe ich gesehen und habe mich direkt verliebt. Ich halte es mal ganz hoch. Das sieht man mich nicht mehr. Ist auch nicht schlimm. Das ist das Maple Leaf, das Ahornblatt. Ja, und wie ihr seht, es ist echt, es ist selbst mir zu kurz, also man kann es gar nicht anziehen. Es ist schön, aus Manus del Uruguay gestrickt, ganz, ich glaube 600 Meter oder 800 Meter auf 100 Gramm Garn. Ja, es ist toll, aber wie gesagt, was mache ich denn damit? Ich kann es nicht anziehen. Ich glaube, ich werde das aber mal nochmal stricken und dann werde ich es in dickerem Garn. Da müsste es eigentlich gehen. Ja, ich lasse es mal.
gerade so ein bisschen drüber liegen, glaube ich. Ist schon schön, ganz zart. Dieses Manus del Uruguay ist ja eh mega cool. Ja. Ja, aber nein, ich zeige euch jetzt noch was. Und zwar habe ich 3 Teststricks gemacht für Projans. Ich darf es auch nicht ganz zeigen. Aber ich glaube, es gibt schon ganz viele Bilder und auch von der Dea selbst. Das ist der Spidey-Collar-Kragen. Ist halt, ich will es jetzt nicht zu. Warte. Ich zeige es euch. Der Chart ist auch von ihr hochgeladen worden. Das sind Spinnen. Spidey-Collar habe ich gerade aus einer Krönchenwolle. Ja, das war ein Teststrick, sage ich euch. Der hat sich gezogen. Das glaubt man nicht, das kleinste Teil. Aber es ist super geworden, ja. Ja, dann ein Knopf. Habe ich einen Bambusknopf. Ja. Ja, das war die Collar. Dann habe ich fertig. Die Leafy Socks. Freunde, den einen kennt ihr ja schon. Oh, es ist wirklich, also diese Neonfarben da drin, die knallen ja wirklich brutal. Sind aber auch in echt. Also die leuchten im Schwarzlicht. Für alle, die gestrickte Socken in der Disco anziehen wollen, hier. The Leafy Socks von The Knitting Me. Das war ein Auftragsstrick, kann man sagen, für eine ganz liebe Person. Und die sind fertig und jetzt kann ich sie euch zeigen und jetzt kann ich sie verschenken. Ja, Größe 39 aus der Färbung Holy Shit. Das ist die. Hier liegt auch noch ein anderes Paar. Ist auch Größe 39. Zwar mal. Meint man gar nicht, dass das die gleiche Größe ist. Das ist, war eine Strick. Ich hatte ja mal einen Aufruf gestartet, dass ich Sockengestrickte bekomme. Von euch. Das sind die Tidy Socks von Bukati. Ja, wie gesagt, Größe 39. Und ja, es ist echt irre. Jeder strickt Größe 39 ja etwas anders. Also. Das ist jetzt so schmal. Wo habe ich die nur hingelegt? Ich schau mal die. Das ist auch Größe 39. Ja, jeder strickt anders. Lustig. Also sind ja Ausstellungsstücke, ist egal. Ich glaube, dass du es auch. Ist das doch auch ein Ducati-Muster? Ich glaube schon. Ja, die Tidy Socks. Sehr, sehr schön. Genau. Das. Und jetzt kommt was ganz, ganz, ganz Großes. Stehen wir mal auf. Das ist der Brioche Karl von Soso Knits dieses Jahr. Das Ding ist 1,75 Meter groß und 56 breit. Ja, riesig. Als ich es gestrickt habe, dachte ich, das wird ein kleines Tischläuferchen. Das wird ja Mini das Schälchen. Und dann habe ich es gespannt. Ja, Wahnsinn. Schön Brioche mit Garda-Stitch. Geometrisches Muster und Wollab selbst gefärbt. Das ist was, das Rote ist dieses It Burns aus meinem Shop. Und 2 andere Garne, die habe ich nicht im Shop. Entschuldigung. Immer noch ein bisschen Husten, auch die Woche krank. Die sind nicht im Shop. So, und dieses Tuch. Das ist ja ein Mystery Curl. Man weiß ja nicht, ich zeige euch mal noch die Rückseite. Man weiß ja nicht, wie es aussieht, wenn es fertig ist.
wenn man so ein Mystery-Teil strickt. Das ist auch okay, macht mir nichts aus. Es hat extrem viel Spaß gemacht zu stricken. Wirklich extrem viel Spaß. Aber mir gefällt es nicht. Ich mag keine geometrischen Muster. Ich dachte schon am Anfang, okay, warum nicht, wird das noch cool. Ansonsten, also Fakt ist, ich werde es nicht anziehen. Weil ja, es ist wirklich aus ganz feiner, zarter Merino-Wolle gestrickt. Ganz zart. Lanolinbart. Es ist kuschelweich. Es ist groß und kuschelig. Aber ich weiß, ich ziehe es nicht an. Und dann habe ich so hin und her überlegt und dachte ich, was mache ich jetzt? Und ja, ich werde es verkaufen. Ich werde es bei meinem Shop einstellen, wer es kaufen will. Ja, der kann dann zuschlagen. Wenn keiner kauft, ist auch nicht schlimm. Dann überlege ich mir was anderes. Aber ja, ich dachte, vielleicht hat jemand Lust. Und ich habe mir aber den iCord gespart, weil ich dachte so, wo ich auch noch nicht wusste, was mache ich damit, oh, ziehst es eh nicht an oder lass den iCord weg, weil 175 cm mal 2 plus 2 mal 56 iCord, wäre es jetzt ein Tuch, wo ich sage, oh, ich liebe es total, ich will das ganz oft tragen, dann wäre es ja noch was anderes, aber so, ja. Ich habe es jetzt mal doppelt, also das ist schon, ja, für den Winter. Es sieht doch mega aus. Aber wie gesagt, also das kommt weg, kommt in den Shop. Und ja, ich dachte, das ist die einfachste Lösung. Es muss ja nicht darum liegen. Und so. Dann geht's weiter mit dem Work in Progress. Was stricke ich? Ich stricke. Bin Gott sei Dank bald fertig. Hat sich ein bisschen gezogen. Ich stricke. Das ist die Enid West. Ein Teststrick für das Buch von der lieben Dea von Brujans, von der Enid Sinclair. Ja. Und jetzt seht ihr schon, und dann könnte man denken, oh, hier ist aber viel dunkler, das Garn als hier oben. Es ist total krass, das ist, weil es Schatten wirft. Habe ich jetzt gelernt. Also, weil der Faden wurde nämlich schon weiter unten gewechselt, ungefähr hier. Und ich habe es hierhin glatt rechts hoch gestrickt in Runden und dann in Reihen hoch, Vorderteil und Rückenteil getrennt. Und so sieht das dann bei mir aus. Ich habe hier eine Vierernadel und hier eine 2,5er. Da hätte ich können sogar mit einer Zweier stricken, aber es geht. Aber was das ausmacht, das ist echt der Wahnsinn. Also ich stricke jetzt noch die Bündchen, dann kommt das Teil schön ins Lanolinbad und dann wird es gespannt und dann, ich bin sicher, man sieht das dann auch nicht mehr. Wenn doch, kann ich es nicht ändern, aber ich glaube es nicht. Aber ja, weil ich stricke halt in Reihen extrem viel lockerer als in Runden. Und ja, ich stricke schon mit wirklich viel kleineren Nadeln und auch ich konzentriere mich da echt ganz fest zu stricken. Ihr seht es ja, also ich finde es ganz schrecklich, dass das so ist bei mir, aber es ist, wie es ist. Also ich, ja, mehr kann ich nicht machen. Ja, und das sieht dann auch, dass die, ich glaube, die linken Reihen, das sind die Maschen viel kleiner als die rechten Reihen. Genau das ist eine rechte und linke Reihe, immer. Aber ja, so ist das. Und dann stricke ich aktuell den Mystery Sock Along heißt er, glaube ich. Also, wer nicht gespoilert werden will, guckt jetzt bitte weg. Das sind ja rechte und linke Socken. Das ist von Woche 1. Und man sieht, es ist so gegengleich und es ist ein Traum. Guckt euch das mal an. Es ist so, so schön, wie das hier übergeht. Und ja, die Garne habe ich auch noch im Shop. Als
Schurwolle und Merino-Wolle kann man sich das aussuchen. Dieses also als Set. Ich habe ja im letzten Video ganz viel Sets gezeigt schon. Ja, und das ist die bei Instagram. Meine Freundinnen haben auch alle Wolle von mir, außer also eine Strickfreundin nicht, aber drei. Und die haben auch einige Modelle angestrickt schon, die könnt ihr da bewundern. Und zum Beispiel die Brezelbutter, die hat das in der Kombi. Das ist Opulenz Dunkel und Foxy. Die Anna hat eine Färbung. Den Elvis mit irgendwas. Ich habe es nicht hier, nur auf dem Bild, ganz pink. Die Anna Lein-Berkelt. Und die Lena Strixelt, die hat noch nicht angeschlagen, glaube ich, aber die Farben werden auch der absolute Burner. Die ist ja cool, richtig cool. Ja, könnt ihr gucken. Und ach, es gibt so tolle Modelle schon unter dem Hashtag. Könnt ihr gerne mal gucken, auf welche Ideen man da kommen zu kombinieren. Echt total schön. Ja, und heute geht's weiter. Heute ist Donnerstag hier. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht mit dem zweiten Teil. So. Ich habe ein bisschen was gefärbt, habe aber noch nichts hochgeladen. Im Moment ist eher so ein bisschen weniger los mit Färben. Also die ganzen Wollfesten, wo ich hingefahren bin jetzt und auch als Aussteller, also da muss ich erstmal ein bisschen langsam machen. Ich habe auch gestern den ganzen Tag nur gestrickt. Das war schon gut. Ja. Was ich noch anstricke oder schon angestrickt habe, ist die Happy-Färbung von mir. Die Happy, die ist auch ein bisschen pink mit drin. Die ripple ich wieder. Das war das Westnitzer Muster im Juni. Und die sind Year of Socks, heißt das, glaube ich. Aber das muss ich mich zu viel konzentrieren. Es ist nicht schwer, aber ja, das ziehe ich nochmal auf, stricke das ganz rechts, das wird Größe 30 und dann habe ich noch mal was gefärbt. Das ist auch noch nicht im Shop. Das ist aber schon gefärbt. Das liegt da vor mir. Hellblau, gelb und rot. Gefällt mir auch gut. Ja. Das steht jetzt so an. Das ist die Färbung. Die Beach, mit der ich den Polunder stricke. Die habe ich auch im Shop, in beiden Shops. Ich glaube, in einem ist er ausverkauft. Bei Etsy ist, glaube ich, ausverkauft. Und als Single-Garn und als Socken-Garn. Ja, ich packe jetzt noch ein paar Bestellungen und dann fahre ich wieder heim. Und ja, heute Mittag war ich in den Fingenresch, wo ich den World Wide Knitting Public Day hatte. Da freue ich mich schon heute durch die Kinder mit und die Roller mit. Und ach, da können sie ein bisschen toben. Da sind ja noch Tiere, Esel, Hasen und Ziegen, glaube ich, Schäfchen. Ja, das ist immer schön. Und Spielplatz und ja, machen wir uns einen schönen Mittag heute. Bisschen ruhig und ja, dann ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hat mich sehr gefreut, wieder aufnehmen zu können und zu erzählen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!